Wir wohnen ja schon seit einer Weile im Aargau, aber ich bin trotzdem noch ein bisschen fremd. Deshalb bitte ich meinen Schwager, uns sein mobiles Navigationsgerät für einen Tag auszuleihen. Schneider knurrt, aber ich weiß, dass wir mit GPS-Hilfe garantiert den richtigen Weg von Bad Zurzach nach Niedererlinsbach finden werden. Mein Schwager erkundigt sich vor der Fahrt, wollt ihr von einer Frau oder von einem Mann gelotst werden? Von Lisa oder Werner? Was für eine Frage. Von einer Frau natürlich, die hat ja den besseren Ortssinn, antworte ich. Wir fahren los. An der ersten Ecke sagt Lisa, unsere Lotsin, dass wir nach links abbiegen sollen. Schneider nickt, weiß ich doch. Bald macht er sich einen Spaß daraus, gleichzeitig mit Lisa die Richtungsänderungen anzugeben. Abrupt beginnt Schneider, Lisa zu ignorieren. Sie sagt links, er fährt geradeaus. Hey, das ist falsch, sage ich. Ich kenne mich aus, lass mal, meint er. Lisa meldet sich zurück, sie hat wohl nachgedacht. Beim nächsten Kreisel müsse man die zweite Ausfahrt nehmen. Schneider nimmt die erste. Lisa bleibt freundlich, mich aber nervt Schneider. Ich schimpfe, was ist dein Problem? Ich kenne mich hier aus, sagt er. Besser als Lisa? Viel besser als Lisa, antwortet er und bremst. Vor uns stehen Autos, eine Baustelle, Stau. Lisa schweigt. Vielleicht hätte ich Werner einstellen sollen. Von ihm hätte sich Schneider bestimmt den Weg erklären lassen. Ich habe nichts gegen Lisa. Die versteht schon etwas von der Sache. Im Auto habe ich aber manchmal etwas gegen Schreiber, weil sie sich ständig wie eine Co-Pilotin aufführt. Sind wir zum Beispiel in Italien unterwegs, schaut sie dauernd in die Straßenkarte und schlägt mir andere Routen vor. Ich habe ein paar Mal nachgegeben, bis ich merkte, dass sie kein bisschen unterscheidet zwischen Nebenstraßen, Hauptstraßen und Autobahnen. Sie versteht nicht, dass eine längere Wegstrecke auf einer schnellen, schnurgeraden Straße deutlich vernünftiger ist als die kürzere Strecke durch mehrere Dörfer auf einer kurvenreichen Nebenstraße. Einmal habe ich sie gefragt, weißt du, weshalb die Straßen auf der Karte unterschiedliche Farben haben? Aber sie verstand die Frage nicht. Und wenn Schreiber mal nicht in die Karte schaut, spielt sie die Besserwisserin. Hier ist 50, sagt sie. Ich fahre 50, antworte ich, aber das hört sie nicht mehr, weil sie die Straße vor uns konzentriert nach tückischen Kreuzungen, überraschenden Baustellen und fiesen Kurven absucht. Am meisten nervt, wenn sie dauernd irgendwelche Leute nach dem Weg fragen will. Sie hat noch nicht kapiert, dass ein Mann nie nach dem Weg fragt. Deshalb brauche ich keine elektronische Lisa, keine Co-Pilotin wie Schreiber, sondern einfach meine Ruhe und manchmal etwas mehr Zeit. Genau.